Düsterbruch, die Instanz, welche eigentlich erst mit Phase 2 Ende des Jahres ins Spiel kommen sollte und in drei Teile Nord, Ost und West aufgeteilt ist, wurde überraschend auf den 16. Oktober vorverlegt. Ich will euch in diesem kurzen Video meine 8 Neuheiten bzw. Fakten vorstellen. Diese beinhalten so gut wie alles, was euch mit der neuen Level 60er Instanz bevorsteht. Ich gehe allerdings nicht auf jede Quest ins Detail ein, sondern präsentiere euch einfach mal, was euch allgemein erwartet. Guides und Links zu den jeweiligen Punkten findet ihr natürlich sortiert in der Videobeschreibung. Magier bekommen ihr Rang 7 Wasser mit der Quest Arcane Erfrischung, welche ihr in der Bibliothek von Düsterbruch von Hüter des Wissens Lydros annehmen könnt. Besagte Bibliothek kann jetzt über mehrere Wege erreicht werden. Ihr benötigt dazu allerdings den Mondsichelschlüssel, welchen ihr zuerst im Ostflügel von einem weglaufenden Wichtel holen müsst, um anschließend den schnellsten Weg über den Nordflügel zum Questgeber in die Bibliothek zu nehmen. Dieser schickt euch jetzt wieder in den Ostflügel, bei dem ihr Hydrobrut töten und looten müsst. Ich verlinke euch allerdings ein Videoguide zur besagten Quest in der Videobeschreibung. Macht die Quest als Mage auf jeden Fall so schnell es geht, eure zaubernden Mana-Mitspieler werden es euch definitiv danken und euch hoffentlich auch bei beschriebener Quest tatkräftig unterstützen. Die Hexenmeister- und Paladin-Quest kann endlich abgeschlossen werden. Nach einer definitiv etwas längeren Questreihe bekommen nur noch endlich Paladine und Hexenmeister die Möglichkeit, ihre epischen Mounts zu bekommen, die, auch wie ich finde, wirklich cool ausschauen. Ein Guide zu beiden Quests findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Für mich war dieser Punkt einer der Hauptgründe, warum Blizzard Düsterbruch schon ein paar Monate früher und unabhängig von Phase 2 rausgehauen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sonst einige Hexer und Palas beschwert hätten. Vielleicht hat ja der ein oder andere von euch schon seine Pre-Raid-Besten-Slot-Liste abgearbeitet. Mit Düsterbruch dreht sich das Ganze jetzt aber wieder gewaltig, beziehungsweise es kommen zumindest für einige Klassen ein paar ganz gute Items dazu. So gibt es hier jetzt zum Beispiel Items wie den Straßenräubergürtel, welcher für alle Dolchschurken extrem gut ist, da dieser plus 5 auf Dolche gibt, was meine ich genau 3% Hit sein müssten. Der angelaufene Elfenring ist ebenfalls für alle Nicht-Zauber-DPS-Klassen definitiv einen Blick wert. Für Schamanen und allgemein viele Heilerklassen dürfte der Talisman des Gedankenzapfens bzw. die Hose des Paters mit 20 Int, MP5 und 42 Heilpower interessant sein. Auch Feraltruiden-Tanks bekommen endlich neben dem Stab des Aufsehers einen brauchbaren farmbaren Kolben namens Unerschütterlicher Schlegel. Kann sich auf jeden Fall alles sehen lassen, oder was meint ihr? Zudem gibt es neue Rezepte, welche ihr bekommen könnt. Besonders erwähnenswert ist hier das Muster für Balk der Wildnis, welcher für Heilklassen bis zu Akku ein Best-in-Slot-Item sein kann. Dieses bekommt ihr im nördlichen Teil aus der Truhe des fliehenden Goblins. Ich habe euch mal den kompletten Loot-Table in die Videobeschreibung gepackt. Das nächste Thema hat ebenfalls was mit Best-in-Slot-Items zu tun, ich möchte dazu aber nochmal einen eigenen Punkt machen. Ab Düsterbruch gibt es klassenspezifische Schmuckstücke, welche durch ein Buch Drop von einem Boss oder einem verstaubten Foliant, welche in der Instanz rumliegt, gelootet und einfach in der Bibliothek abgegeben werden kann. Ihr könnt diese ebenfalls einfach im Haar kaufen, da diese nicht gebunden sind. Manche Schmuckstücke wie das für den Druiden oder den Jäger lohnen sich zum Beispiel extrem, andere wie zum Beispiel das für den Krieger eher weniger. Ich verlinke euch in der Videobeschreibung alle Schmuckstücke und ihr könnt diese euch einfach mal selbst durchschauen. Die Quest ist auf jeden Fall nicht aufwendig und somit fast geschenkt, also wenn ihr das Buch mal habt. Okay, sirrah, sirrah, whatever will be. Kel Sarah meine ich natürlich, das Tankschwert, was für alle Krieger und Paladine verwendbar ist. Diese Quest startet ebenfalls von einem Buchdrop in Düsterbruch und kann random zu einer kleinen Wahrscheinlichkeit von Bossen oder den verstaubten Folianten gelootet werden. Bei dieser Questreihe müsst ihr sogar bei Good Old Onyxia vorbeischauen und euch die Klinge mal so richtig schön ankokeln lassen. Ein super Tankschwert, das Buch wird definitiv auch einiges im Auktionshaus wert sein. Ich verlinke euch natürlich einen kleinen Guide zum Schwert in die Videobeschreibung. Wusstet ihr eigentlich, dass ihr in der brennenden Steppe bei dem guten Herrn Firestar diverse Items gegen Bein- und Kopfverzauberungen tauschen könnt? In Düsterbruch gibt es jetzt weitere Items bezüglich Kopf- und Beinverzauberungen. Wie bekomme ich diese jetzt also? Ihr müsst zuallererst die Vorquest Elfische Legenden abschließen. Diese starten beide in den jeweiligen Fraktionsstädten in Ferallas. Wenn ihr das getan habt, müsst ihr mit diversen Items, welche sich pro Verzauberung unterscheiden, in die Bücherei von Düsterbruch laufen, um diese in der Bibliothek bei einer Abgebequest gegen die Materialien bei Hüter des Wissens Lydros zu tauschen. Relativ simpel eigentlich, vor allem wenn man das Buch hat, sind die anderen Items nicht allzu schwer zu farmen. Wenn man in einer Instanz Supergold alleine bzw. in einer kleinen Gruppe farmen kann, dann definitiv im Düsterbruch. Vor allem für Magier und Jäger gibt es einige verschiedene Runs, bei denen mehr als 100 Gold solo die Stunde möglich ist.
Ich empfehle euch allerdings vor allem am Anfang, den sogenannten Jumprun im östlichen Teil zu machen, da ihr dort jede Menge Bosse umhaut und so auf die bei Punkt 4 und bei Punkt 6 eingegangenen Bücherdrops eine Chance habt, welche wie gesagt vor allem am Anfang super lukrativ sein können. Von den geplünderten Items ganz zu schweigen. Dieser ist für zwei Spieler geeignet, welche sich am besten aus Heiler und einer Midi-Klasse zusammensetzen. So ist zumindest meine Erfahrung. Jetzt springt ihr gleich am Anfang direkt einen kleinen Abhang runter und folgt einer vordefinierten Route. Ich verlinke euch ein Guide-Video dazu in der Beschreibung und werde auf jeden Fall die kommenden Wochen noch ein eigenes drehen und hochladen. Während Düsterbruch den sogenannten Tributrun im nördlichen Teil der Instanz erfolgreich abschließt, erhält den Effekt König der Gordok, der es euch ermöglicht, mit den Ogern innerhalb des Dungeons zu sprechen. Um genau zu sein, bei dem sogenannten Tributrun müsst ihr jetzt drei Wächter auslassen. Die Wachen Molda, Fengus und Slopkick müssen dabei am Leben bleiben. Wenn ihr das getan habt und den letzten Boss besiegt, bekommt ihr in der abschließenden Truhe neben drei weiteren Items verdammt gute World Buffs von den besagten nicht getöteten Wachen. Also zurücklaufen und durch einen von folgenden Verstärkungszaubern abholen. Moldas Mut für plus 15% Ausdauer, Vengos Wildheit mit plus 200 Angriffskraft oder Slipkicks Grip für plus 3% kritischen Zaubertreffer. Diese Worldbuffs sind natürlich ein super Vorteil in gewissen Raids. Viele Gilden schicken auch einfach nur ihren Main Tank rein, dass der sich zumindest Moldas Mut abholt, um halt einfach 15% mehr Ausdauer zu haben, was definitiv eine Menge ist. So, in welche Instanz gehe ich jetzt aber zuerst? Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr direkt in den östlichen Teil marschiert, um euch den Mondsichelschlüssel zu holen. Mit diesem könnt ihr dann Düsterbruch Nord und West aufsperren. Nach dem Betreten des östlichen Teils geht ihr direkt links. Dort findet ihr den Wichtel Pusillin, den ihr anquatschen müsst, welcher daraufhin direkt losrennt. Jetzt müsst ihr diesem nach und ihn wieder anreden und ja, keine Sorge, der kleine Wichtel bleibt immer wieder stehen und wartet sozusagen, bis ihr da seid. Wenn ihr das Ganze jetzt 5-6 Mal gemacht habt, müsst ihr diesen noch besiegen und schon kann jeder in der Gruppe einfach den Schlüssel looten. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welche Videos euch speziell zu Düsterbruch interessieren würden. Über einen Daumen nach oben sowie ein Abo freue ich mich natürlich ebenfalls wie ein kleiner Ogerjunge. In diesem Sinne, habt viel Spaß im Düsterbruch und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen, man weiß ja nie.